Heute sind wir in Planet Zoo und werden den besten Zoo der Welt bauen. Okay, das scheint wohl jetzt unser Gelände zu sein. Und ich vermute mal, dass hier die Leute reinkommen werden. Wo sind eigentlich denn ihre Parkplätze? Also wie kommen die hier hin? Oder gibt es hier irgendwie einen geheimen Untergrundtunnel, von dem mir keiner was erzählt hat? Wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Die Dinger sehen hier aus wie diese Teleporter in Planet Coaster. Und das sind dann wahrscheinlich hier die Eingangsschranken. Wieso sind die Dauer geöffnet? Kostet das hier nichts oder wie? Müssen wir mal hier gleich direkt überprüfen. Okay, hier oben ist so ein Symbol mit so Mitarbeiterwarnung. Ah, das sind dann die Sachen wahrscheinlich, die wir gleich erstmal alle bauen müssen, bevor wir unsere ersten Tiere einziehen lassen können. Was haben wir denn hier unten noch so? Barrieren, Gehwege, Natur, Einrichtung. Was ist denn Bau? Baustelle? Krankplätze müssen verdichtet sein. Leuchtung. Gibt es hier wohl auch so Feuerfontänen? Feuer. Ach, schade, sieht nicht so aus. Ich habe aber das nächstbessere gefunden. Rauchfontänen. Überleg mal, ihr kommt über diesen ganz normalen Teleporter in den Zoo und dann raucht es hier so. Also, was gibt's noch? Natur, Felsen. Eine Szene? Die kann ich ja sogar besser bauen. Was haben wir denn hier? Felsen. Können wir die eigentlich... Ah, wir können die aufeinandersetzen. Das gibt mir eine Idee. Ah ja, ein schönes Parkschild, was man auch schon von Weitem sehen kann. Müssen wir nur noch irgendwelche schönen Wege hier drumherum bauen. Wieso bauen wir nicht diese schönen Luxusfliesen hier durch? Und sobald wir hier hinter den Steinen sind, wechseln wir auf den billigsten Weg, den es gibt. Ah, das gefällt mir. Einfach irgendwelche Holzblöcke in die Ränder reingerammt und fertig ist der Weg. Die Leute sollen ja auch ein bisschen was zu tun haben, bevor sie hier unsere Gehege sehen. Deshalb bauen wir hier mal einen kleinen Weg hier durch unser schönes Logo, bevor es eben in den richtigen Zoo geht. Und ich bin mal gespannt, ob die wohl wirklich so dumm sind und diesen ganzen Weg hier ablaufen oder einfach hier zwischenher gehen. So, wir gehen hier ganz nah wieder neben den Eingang lang und dann wieder zurück. Genau. So, und hier geht's dann jetzt aber wirklich in den Zoo rein. Boah, das ist unsere engste Stelle hier. Also wenn die hier nicht rüberlaufen, dann weiß ich auch nicht, was mit denen los ist. Okay, jetzt müssen wir uns hier aber kümmern um die Voraussetzungen, die wir noch bauen müssen. Und das sind eben diese ganzen Geschichten. Und es gibt neben den normalen Wegen für Besucher auch so Personalwege. Mitarbeiterwege. Wir bauen mal einfach hier drüben, schön zum Tee, einen kleinen Mitarbeiterweg ab. Die Leute sollen ja nicht unsere Mitarbeitereinrichtung sehen. Es passiert alles im Geheimen hier. Deshalb gehen wir ein kleines Stück nach hinten. Ich habe den Weg mal noch durch ein paar Büsche geschützt. Das ist nämlich hier streng geheim, was hier hinten passiert. Mitarbeitereinrichtung. Was brauchen wir denn als erstes? Eine Tierpflegerhütte. Tierpflegerhütten. Ah, okay. Es gibt also diese schönen Vorgefertigten hier. Zum Beispiel eine indische, eine klassische. Das sieht einfach aus wie Industriegebäude. Okay, so komische skandinavische Dinger und sowas. Ah, das gefällt mir. Die schönen Hütten, wo man noch die Isolierung von außen sehen kann. Wieso haben die denn ein Fenster? Das müssen wir mal gleich beheben. Okay, Tierpflegerhütte. Bauen wir hier direkt die große. Dann sparen wir uns, glaube ich, später die Kosten. Wir können tatsächlich die Fenster einfach wieder zumauern. Ja, ihr braucht kein Tageslicht. Ihr sollt ja auch draußen arbeiten. Deshalb machen wir eine schöne Betonumrandung drumherum. Das gefällt mir schon besser. Man versucht aus dem Fenster rauszugucken und man sieht einfach nur Beton. Einrichtung hat keinen Strom. Müssen wir uns sogar um Strom kümmern? Naja, kümmern wir uns erstmal um die anderen. Mitarbeiterraum? Wieso sollte ich meinen Mitarbeitern sowas gewähren? Okay, wir versuchen den einfach so zu platzieren, dass er wirklich keiner hin will. Oh, können wir den Boden bauen? Und das auch noch unendlich tief? Ah, da unten ist das Ende. Ich glaube, ich kann den Weg nicht so lang bauen, dass wir da hinkommen. Bauen wir mal da so hin. Dass man schon so ein kleines Stückchen gehen muss. Wie kann ich jetzt den... Okay, so. Jetzt sehen wir, glaube ich, uneben. Tunneln. Ah ja. Okay, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht mit dem Terrain. Deshalb müssen wir jetzt einfach hier außen rumgehen. So unverbunden. Wow. Also wenn so der Weg zu meinem Mitarbeiterraum aussieht, will ich auch nicht dahin gehen. Ich glaube, hier ist beim Bau irgendwas falsch gelaufen. Hier ist nämlich nur eine riesige Erdwand drin. Immerhin sind hier Sitzplätze. Jetzt haben wir alles gebaut. Wir haben hier einmal dieses schöne Baumhaus und das doppelte Haus, was gefährlich weit über die Kante hinausragt. Jetzt müssen wir das Ganze noch schön mit Wegen verbinden. Tada! Und schon ist unser Mitarbeiterbereich fertig. Jetzt brauchen wir noch Strom. Gibt es hier keinen Strom in der Wildnis? Bauen wir einfach hier oben so ein Solarpanel drauf. Fertig. Jetzt haben wir endlich alles verbunden und alles mit Strom versorgt. Also bauen wir das, wofür die Leute hier alle hinkommen. Unser erstes Gehege. Also wir haben die Wahl zwischen diesen normalen Toren, irgendwie so Holz, Metall, ohne. Interessant. Beton,
Glas, irgendwelche Spiegel, Holzstämme, Stahldraht, Maschendraht. Maschendraht, Zaren. Nehmen wir diese Ziegel, die erinnern mich irgendwie an ein Gefängnis. Und jetzt können wir noch die Höhe verändern. Oh wow, wie hoch kann man diese Dinger machen? 30? 40? Okay, also das ist dann wohl unser erstes Gehege. Also für die Höhe von den Steinen gab es irgendwie nicht so wirklich ein Limit. Ich bin jetzt auf 300 Meter hochgegangen. Oh oh, meine Kamera steckt fest im Boden. Sieht jetzt einfach aus wie so ein riesiger Industrieschornstein. Also wir brauchen jetzt einen Eingang für die Mitarbeiter. Damit die Gäste wenigstens einen kleinen Blick haben können in unser schönes Gehege, habe ich hier die Mauer durch diesen wunderschönen Stahlzaun ersetzt, der sich auch jetzt bis oben hin durchzieht. Ich habe oben nochmal zur Sicherheit ein Dach drauf gebaut. Ich weiß gar nicht, wie groß die Giraffen sind. Nicht, dass sie uns abhauen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier auf Tierhandel unsere Tiere bestellen können. Und ich will unbedingt eine Giraffe da drin haben. Schauen wir mal, wo es sie gibt. Giraffe. Okay, wir können uns jetzt also entscheiden, ob wir entweder hier eins vom Zoll nehmen und dieses Tier quasi retten oder eins aus der Wildnis klauen und halt gegen Bargeld kaufen. Ich entscheide mich für das Kaufen. Und ich scheiß auf alles! Wartet im Handelszentrum. Okay, das ist wahrscheinlich dieses Ding, was wir vorhin gebaut haben. Welches war das jetzt nochmal von denen hier? Ah, das hier oben. Okay, dieser Miniraum. Verlegen wir die jetzt mal in unser schönes Gehege. Wieso gibt es keinen Weg zum Ziel? Irgendwas funktioniert hier mit unserem Gehege nicht. Ah, jetzt. Müsste jeden Moment unsere Giraffe rauskommen. Ich glaube, dieser Typ hier unten holt die ab. Kann das sein? Wie ist der denn am Atmen? Liegt vielleicht daran, dass er so hoch laufen muss. Ganz ruhig, Kollege. Was? Das ist unsere Giraffe? Ich habe doch eine echte gekauft und keine aus Spielzeug. Wieso ist sie in so einem kleinen Karton? Und wieso kann der Typ die eigentlich tragen? Okay, da sind wir. Ah, die Kiste vergrößert sich nochmal. Da ist unsere erste Giraffe. Und wie gefällt's dir hier? Naja, Lebensqualität 0%, immerhin. Da kommen unsere ersten Besucher durch den Rauch des Todes. Mal sehen, wie die unsere Giraffe finden werden. Aktivisten? Wieso sind hier Aktivisten? Was machen die denn hier? Feller Mupp. Ich kann mir gar nicht erklären, was ihr habt. Unserer Giraffe geht's doch sehr gut. Wir können sogar durch Spenden Geld verdienen. Mal schauen, ob uns einer Geld gibt für unser schönes Gehege. Hallo, bitte gib ein bisschen Geld. Dann kriegt die Giraffe auch bessere Zustände. Also die Giraffe mag es am liebsten in diesem Gelände. Und am wenigsten mag sie Schnee. Gut zu wissen. Nein, mein Schnee schmilzt ja wieder. Wir brauchen irgendwas, um das zu verhindern. Ah, Klimaanlagen. Kühlen wir mal hier den ganzen Laden ein bisschen runter. So, jetzt ist der Schnee auch wieder da. Wer kennt's nicht? Die Giraffen im Schnee. Frage mich, wie viele Giraffen wohl noch in unser Gehege einziehen würden. Hat er jetzt einfach hier so ein paar Äste hingeschmissen für die Giraffe? Das ist aber nett. Okay, da kommen deine ersten Artgenossen. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Ich habe die Giraffe übrigens mal umbenannt in Nummer 1, damit wir noch wissen, wer das war. Die Giraffen stapeln sich hier schon. Und die Mitarbeiter auch. Wie viel habe ich eigentlich bestellt? Du klaut hier unsere Tiere. Tierarzt. Entlassen. Unser Zoo ist einfach grauenhaft, aber trotzdem steigt unsere Bewertung durchgehend. Wir haben sogar 5 Sterne fürs Marketing. Wie könnten wir die Bewertung noch mehr erhöhen? Bildungsbewertung. Was können wir denn für die Bildung tun? Bitte nicht die Tiere füttern. Die sind gut versorgt. Um die Zufriedenheit weiter zu steigern, habe ich immer für ein bisschen Essen und Getränke direkt neben unseren einzigen Gehege gesorgt. Für die Bildung habe ich immer so einen schönen Bildschirm platziert. Was auch immer da drauf ist. Oh nein! Was mit unserer Giraffe passiert? Die sieht ja gar nicht gut aus. Immerhin hat sie 2 Jahre überlebt. Ohne was zu trinken und zu essen. Müssen jetzt irgendwie rauskriegen, dass die anderen Gäste nicht verschreckt werden. Nicht runterfallen. Oh oh. Was denn jetzt? Hallo? Wieso ist die Giraffe hier hinten hingeflogen? Okay, nochmal von vorne. Okay, wenn wir die schon nicht nach oben versteckt kriegen, dann nach unten. Tada. Jetzt müssen wir nur noch das Loch zumachen. Bleib da unten. Nein, das geht nicht. Oh nein, die andere kackt jetzt auch noch hier rein. Vorsicht, nicht da reinfallen. Was machst du denn jetzt? Ups, jetzt ist sie auch da reingefallen. Die ist auf jeden Fall ordnungsgemäß entsorgt. Mal schauen, ob die Leute sich immer noch beschweren, wenn wir mal das Gehege entfernen von den Giraffen. Ja, jetzt laufen die alle weg. Jetzt beschwert sich keiner mehr über die Haltung. Das war ja klar. Vorsicht beim Ausgang. Die denken sich so, hä, wieso laufen die alle weg? Ist doch so ein schöner Zoo. Oh oh. Oh, wie fange ich jetzt eigentlich die ganzen Giraffen wieder ein? Vielleicht können wir einfach warten, bis sie alle tot sind.
Die Giraffen fanden ihr Gehege einfach so gut, dass sie wieder reingegangen sind von alleine. Ah, endlich alles aufgeräumt. Jetzt können wir unseren Zoo neu bauen mit den neuen Erkenntnissen und alles besser machen. Hey, wer ist die eine hier eigentlich? Die versuchen schon hier rauszukommen. Aber das wird nichts, Leute. Die Leute sind jetzt sogar glücklich, weil sie wahrscheinlich hier neben diesen wunderschönen antiken Knochen herlaufen, die definitiv nicht von diesen Giraffen hier stammen. Leider ist die Giraffe beim Transport verstorben. Schauen wir mal, wie hoch wir bauen können. Ich darf euch zu der feierlichen Eröffnung unseres neuen Geheges begrüßen. Das Gehege ist etwa 300.000 Meter über der Meereshöhe und hat sogar einen eigenen Zug. Für die Mitarbeiter gibt es eine riesige Treppe. Dieser Aufzug hier ist ausschließlich für Gäste bestimmt. Ich habe hier eine kleine Zugstrecke gebaut, die fährt hier runter und dann da und dann da. Dann kommen wir hier unten an unserem Giraffengehege raus. Wo immer noch komische Protestleute sind. Aber dafür nehmen wir jetzt richtig viel Geld durch Spenden ein. Ich habe das Gehege der Giraffen mal so ausgestattet, dass sie wenigstens nicht direkt sterben, weil sonst kommen auch keine Leute. Und dann verdienen wir kein Geld mit unserem wunderschönen Zug. Da stehen schon die ersten Leute und wollen mitfahren. Wo ist eigentlich der Typ, der hier den Zug bedient? Naja, egal. Wie ihr seht, der Zug gibt richtig Gummi hier den Berg runter. Hoffentlich entgleist er jetzt nicht. Und dann kommt er schon hier unten an. Alle einsteigen. Der Weg hoch ist ein bisschen länger als der Weg runter. Ich muss hier ein paar Loopings bauen, damit wir auch noch im Bereich bleiben. Aber das scheint die Gäste hier nicht zu stören, denn der kostet ja auch nur einen Dollar. Und tada, schon sind wir oben am anderen Gehege. Und jetzt müssen wir das Gehege natürlich noch ausstatten. Da habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Wenn die oben ein Gehege machen, was es so noch nicht gibt. Denn wir werden einfach alle Tiere, die ich kriege, kaufen und die hier oben rein tun. Dann mal los. Mitarbeiter, bitte nur die Treppe nehmen. Der Zug ist nur für die Gäste. Also sie brauchen ungefähr eine Woche, um da oben anzukommen. Die ersten Tiere sind da. Ich habe mich diesmal wirklich darauf fokussiert, auch eine gute Mischung unseren Gästen zu bieten an Tieren. Wir haben nämlich neben Straußen und irgendwelchen so kleinen Dingern, was ist das überhaupt? Ah, ein Affe, ein Boku. Habe ich auch ein paar Löwen organisiert. Ich hoffe, ihr versteht euch gut. Hey, was machst du mit den Tieren? Also dem Löwen scheint schon mal ziemlich gut hier zu gefallen. Wieso laufen alle wie so gestört rum? Während dieser Bär hier einfach so sitzt und sich so denkt. Den Gästen scheint es ja ziemlich gut zu gefallen. Die Bären scheinen sich nicht so gut zu verstehen. Gäste werden unzufrieden, wir müssen die Leichen entsorgen. Wie gut, dass wir einfach hier ein Loch im Boden machen können. So, alle runter. Vorsicht! Er verlegt jetzt die Tiere wieder nach oben. So, hier sind noch ein paar. Ah, jetzt sind sie auch weg. Hier sieht es aber auch gar nicht mehr gut aus, ne? Ich kann mir das gar nicht erklären. Uns gingen so langsam die Tiere aus, also habe ich nochmal ein paar mehr bestellt. Was macht denn der Affe hier? Weg da. Nein, wieso? Wieso packt ihr den denn ein? Wollt den gerade entsorgen? So, und ab geht's. Oh, auf die Schienen, na toll. Die denken sich so, wow, wie toll. Was ein schöner Zoo. Oh, wie haben die denn den Zaun kaputt gemacht? Hey, wieso machst du das? Können wir die... Jetzt sind die auch noch im Gehege. Oh. Der Büffel ist einfach neben denen gestorben. Können wir den Weg jetzt wieder wegmachen? Ah, noch besser. Oh, die Leute sind weg. Wie schade. Die Leute weg. Ich dachte gerade, die Leute werden jetzt angegriffen von dem Tiger, aber haben Glück gehabt. Was haben sie nur mit mir getan? Wieso bin ich hier gelandet? Entsorgen mal alle Tiere. Vorsicht, stoßt euch nicht den Kopf. Ich glaube, mein Schriftzug hier vorne erklärt jetzt unseren Park ganz gut.